das Spannendste, was ich so gar nicht erwartet hätte, ist einfach, dass man mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenkommt und dann irgendwie merkt, dass man Kommunikation ganz praktisch erfährt. Die Summer School Wissenschaftskommunikation ist vor allem für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Nachwuchsbereich. Und wir versuchen ihnen eben in ein, zwei Tagen beizubringen, warum Wissenschaftskommunikation, auch die Kommunikation von Forschungsteams wichtig ist und wie man das machen kann, ganz praktisch, sei es in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder auch in der Online-Kommunikation. Ja, ich bin Pressereferent an einem Forschungsinstitut und ich wollte mich austauschen mit anderen, also sowohl welchen, die auch schon Wissenschaftskommunikation professionell betreiben, als auch mit Wissenschaftlern, um so ein bisschen diese Schnittstelle auch besser zu verstehen und kennenzulernen und auch das Berufsbild des Wissenschaftskommunikators etwas besser zu begreifen. Als Referenten haben wir namhafte Praktikerinnen gewonnen, die in ganz Deutschland in der Wissenschaftskommunikation tätig sind und da schon ganz viel Erfahrung gesammelt haben. Wir haben aber auch Leute, die sehr viel im Online-Bereich schon Erfahrungen haben und darüber erzählen, wie Wissenschaft sich sozusagen digital verbreiten kann, wie wir da Geschichten erzählen. Dann haben wir Referenten, die mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch proben, wie man gut auftritt, wie man zum Beispiel in einem Science Slam die eigene Geschichte in 10 Minuten erzählen kann. Atemübungen machen zum Beispiel, Sprechübungen machen, ja, und sehr viele Praktika. Und ich glaube, jeder, der überlegt, wie kann ich Wissenschaft kommunizieren, wie kann ich ganz praktisch vielleicht nächste Woche schon selbst was machen, für den ist es eine spannende Möglichkeit, einzusteigen und einfach Menschen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen.